Hey, guter Mann. Guten Tag, wie kann ich helfen? Willst du was von mir? Oh ja, du siehst mir wie eine aus, der schon so einiges erlebt hat und nichts gegen Arbeit einzuwenden hat, die nicht ganz ehrlich ist. Worum geht's? Ich brauche einen, der weiß, wie man Taschen leert. Gibt natürlich eine Belohnung. Dann bist du ja genau auf den Richtigen gestoßen. Wen soll ich für dich ausrauben? Es gibt da so einen Bauern im Handwerkerhof. Er beliefert das Kloster mit Gemüse und verdient damit ein Vermögen. Hab eine Weile für ihn gearbeitet, aber dann hat er mich rausgeworfen, ohne zu bezahlen. Ich möchte, dass du das Geld stiehlst, das er mir schuldet. Und auch einen Beutel mit einem Amulett vom Kräuterweib. Der ist so abergläubisch wie eine alte Vettel und wird durchdrehen, wenn es weg ist. Klingt ziemlich einfach. So einfach ist es nicht, sonst würde ich es ja selber machen. Der Scheißkerl traut niemandem und schaut ständig über seine Schulter. Wenn du den Beutel und das Silber klaust, kannst du die Groschen behalten. Was willst du? Du hast hier nichts zu suchen. Hast du was verloren? Nein. Was war das? Hey, was glaubst du, was du da tust? Scher dich weg zum Teufel! Los jetzt! Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Hier hast du den Beutel des Bauern. Sehr gut, danke. Er wird durchdrehen, wenn er es bemerkt. Und kein Auge mehr wird er zutun, bis er ein neues Amulett hat. Er denkt, dass er es zum Schutz gegen Flöhe und Läuse braucht.